Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, wie die großen Medien beim Trump-Attentat versuchen, die wichtigen Geschehnisse vor dem Attentat, sie auszublenden. Sie auszublenden auf eine Art und Weise, dass der Zuschauer nicht merkt. Und sie sich ein Alibi erhalten möchten, davon berichtet zu haben und wie sie das machen. Schauen wir uns zunächst einmal den Ablauf der Ereignisse an. NBC berichtet, dass einen Tag vorher festgestellt wurde, und ich denke, es ist auch für jeden Laien offensichtlich, dass der Punkt, von dem der Attentäter geschossen hat, dass dieser Ort eine hohe Priorität hat, eine hohe Sicherheitspriorität, dass er bevorzugt überwacht werden muss. Und ich denke, für jeden Laien ist offensichtlich, wenn ich jetzt als Laie eine Sicherheitsfirma übernehmen müsste, wäre mir vollkommen klar, dass auf diesem Dächerverbund jemand postiert werden muss, dass sichergestellt werden muss, dass niemand unbeobachtet auf dieses Dach klettern kann. Und da fängt es schon an. Also allein schon, dass dieser Schütze da hochklettern kann und dass das Sicherheitspersonal nicht bemerkt, ist aus meiner Sicht schon ein erster Hinweis für eine Verschwörung. Es ist ein gezielter Trick, dass dieser Begriff Verschwörung, dass er schlecht gemacht wird, dass man also wie ein Spinner wirkt, wenn man das Wort in den Mund nimmt. Also viele werden jetzt schon bei dem Wort zusammenzucken. Dabei fanden Verschwörungen immer statt. Also Verschwörungen sind ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Das fängt schon an bei Caesar, bei der Ermordung von Caesar fängt es an. Also es gibt in der Geschichte zahllose Verschwörungen. Oder die Geschichte besteht eigentlich aus Verschwörungen, kann man sagen. Gucken wir uns jetzt einmal folgendes Video an, das den Ablauf zeigt, wenige Minuten vor dem Attentat. Look, they're all pointing. The Atlantic, gave me the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof, look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Oh, he's caught, it's happened before. And still I'm here with you, fighting like hell to get a sentence. What's happening? And just make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look, there he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. He's on the roof. He's not. We have people that should not be here. Right here. Right on the roof. It's much tougher than it is. He went right on the roof again. He was doing his job. I wouldn't even be doing this. I'd be at some beautiful place with a gorgeous ocean. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. Oh, he's caught. It's happened before. And still I'm here with you fighting like hell to get a sentence. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look, there he is. And it's not easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. He's on the roof. He's on the roof. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it is. It happened. He went right on the roof again. Ever. In recorded history, we had the best border. In fact, if they could ever put up a chart, I don't know if they can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring, I try and explain that. Oh, there's it. Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at the arrow on the bottom. See the big red arrow, right? So that's when I left office. That was the lowest point, and that comes right from the government services, comes right out of Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit older than that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to see something, you can say, Hier noch eine weitere Zeugenaussage, die ihr wahrscheinlich schon kennt, die aber sehr eindrücklich ist und deswegen es aus meiner Sicht es gut ist, der Vollständigkeit halber sie nochmal zu zeigen. Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof. We noticed the guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us.
So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Wichtig ist festzuhalten, dass diese Zeugenaussagen, auch das, was passiert ist, dass es von niemandem Zweifel gezogen wird. Also niemand in den großen Medien, es überhaupt niemand hat den Zweifel gezogen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dass das nicht so abgelaufen ist. Also mehrere Zuschauer haben das bemerkt, dass dieser Schütze aufs Dach geklettert ist, haben die Polizei darauf hingewiesen. Auffällig ist natürlich, dass normalerweise die Polizei das natürlich vor dem Zuschauer bemerkt. Also Sicherheitsbeamte, wir müssen daran denken, die Zuschauer, sie achten ja nicht primär auf einen Attentäter. Das Sicherheitspersonal hingegen schon. Das heißt, mindestens 2 Minuten lang hat das Sicherheitspersonal den Attentäter bemerkt oder muss ihn bemerkt haben und hat nicht gehandelt. Und aus meiner Sicht ist da müssen schon alle Alarmglocken schrillen. Also an diesem Punkt müsste ein unermesslicher Druck von den großen Medien erzeugt werden, aufzuklären, wie das möglich ist. Wer dieses Personal zusammengestellt hat, also wer diese Leute waren, und wer dieses Personal wann wo zusammengestellt hat. Weil es ist vollkommen offensichtlich, dass diese Leute den Attentäter gewähren lassen. Also anders ist das nicht zu erklären. So mit Unfähigkeit ist das aus meiner Sicht nicht zu erklären. Das könnte man noch bei wenigen Sekunden mutmaßen, aber nicht bei so einer langen Zeit. Und Herr Schwerndt, oder ein weiterer Beleg, ist ausgerechnet die Art und Weise der Berichterstattung der großen Medien, die wir uns gleich angucken werden. Zuvor soll aber noch festgehalten werden, dass Welt berichtet, dass ein Polizist dem Attentäter gefolgt sein soll, dann aber der Attentäter seine Waffe auf den Polizisten gerichtet haben soll und dann sofort im Anschluss geschossen haben soll. Was ist bei der Geschichte auffällig? Der Polizist müsste normalerweise, bevor er den Attentäter verfolgt, natürlich die anderen alarmieren und sagen, Donald Trump kann jetzt hier nicht reden, bevor das nicht geklärt ist. Also es müsste natürlich sofort ein Funkspruch kommen, ich kümmere mich jetzt um den Attentäter. Aber selbst wenn er das vergessen hat, weil er unfähig ist, dann in dem Moment, wo der Schütze seine Waffe von ihm wegrichtet, müsste er dann die anderen benachrichtigen und sofort sagen, abbrechen, abbrechen, Donald Trump muss von der Bühne. Das ist auch nicht geschehen. Welt weist nicht darauf hin, die großen Medien weisen auf diesen Umstand nicht hin, dass der Wachbeamte sofort alle hätte alarmieren müssen und sofort in dem Moment die ganze Veranstaltung hätte abgebrochen werden müssen. Wir haben jetzt die großen Medien darüber berichtet. Spiegel macht eine Auflistung, in der der Zuschauer den Eindruck hat, er weiß jetzt über alle wichtigen Aspekte des Ablaufs Bescheid. Es werden also ganz viele Minutenangaben gemacht, hier bei der Minute ist das passiert, bei der Minute ist das passiert, und der Artikel ist unglaublich lang, es sind unheimlich viele Angaben. Wenn man genauer hinguckt, fällt sofort auf, dass die Minuten vor dem Attentat, also wo die Zuschauer den darüber informiert haben, die Wachleute, das wird nicht aufgeführt, sondern es wird nur aufgeführt, Donald Trump hat um 18.05 Uhr angefangen zu reden und um 18.11 Uhr kamen die Schüsse. Dazwischen kommt nichts. Und das ist natürlich hochsuspekt, dadurch ist naheliegend, dass der Spiegel Teil der Verschwörung ist. Weil welches Motiv hat der Spiegel sonst, über diesen entscheidenden Ausschnitt nicht zu berichten? Gucken wir jetzt an, wie Springer darüber berichtet hat. Auch ganz kurz, es ist natürlich jetzt eine große Diskussion im Gange hier, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wie konnte es sein, dass dieser Schütze auf dieses Dach in der Nähe der Bühne und mit klarer Sicht auf die Bühne überhaupt gelangen konnte, ohne dass er aufgehalten wurde, dass er diese Schüsse abgeben konnte. Es gab wohl Augenzeugen, die ihn gesehen haben, wie er darauf geklettert ist. Sie haben die Polizei gerufen. Ein Polizist hat versucht, aufs Dach zu klettern, ist aber dann von dem Schützen bedroht worden, hat sich dann wieder fallen lassen und daraufhin hat der Schütze dann diese Schüsse abgegeben. Also da wird noch viel zu reden sein, da wird noch viele Diskussionen wird es da noch geben, wie es eben zu diesem Anschlag kommen konnte. Ja, und die große Frage jetzt, wie konnte der Attentäter trotz der hohen Sicherheitsvorkehrungen so nah an den Ex-Präsidenten herankommen? Hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie, trotzdem verwundert es natürlich, dass der Attentäter Trump überhaupt ins Visier nehmen konnte. He noticed the guy crawling, bear crawling up the roof
of the building beside us, 50 feet away from us. Wir haben einen Mann gesehen, der auf ein Dach geklettert ist, nur wenige Meter von uns entfernt. Der Mann hatte eine Waffe in der Hand. Also sind wir zur Polizei gerannt und haben gerufen, da ist ein Mann mit einer Waffe auf dem Dach. Und die Polizei hat nicht richtig reagiert. Sie wirkte so, als würde sie gar nicht wissen, was da gerade passiert. Und ich sehe da oben, ist ein Mann mit einer Waffe. Ich habe nicht verstanden, warum sie Trump nicht vorher von der Bühne gezerrt haben. Wir können ihn von hier sehen. Wir sehen ihn. Er ist crawling. Und next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Christoph Anner ist uns zugeschaltet aus Moskau. Christoph, wie sind denn nun die ersten Reaktionen aus Russland zu diesem Attentat auf Donald Trump? Zunächst kurz nach dem Attentäter kommen ganz viele Berichte. Es kommt schwerpunktmäßig, wird gezeigt, wie Trump, also diese Szene, wie Trump angeschossen wurde und die Szene danach. Und irgendwann kommt diese Zeugenaussage tatsächlich, wo ich erst dachte, Welt bringt sie nicht. Aber das ist natürlich selbstverständlich. Wenn Welt jetzt sie nicht bringt, ist es zu offensichtlich. Dann können alle sagen, Welt hat diese Zeugenaussage nicht gezeigt. Aber Welt verschafft sich jetzt das Alibi, die Zeugenaussage gezeigt zu haben. Wenn jetzt jemand sagt, Welt hat es nicht berichtet, dann sagt Welt, ja, wir haben es doch berichtet. Guckt doch her, ihr seid Verschwörer, ihr seid Dummschwätzer, wir haben natürlich vollumfänglich berichtet. Der Trick ist jetzt die Zeit, die aufgewendete Zeit. Also es wird ganz viel Zeit verwendet auf das Attentat. Und dann wird einmal in vielen Minuten wird dann einmal diese Zeugenaussage eingeblendet und dann wird nicht näher drauf eingegangen. Und das Bildlagezentrum macht es ganz genauso. Oder macht es noch extremer. Ganz genau, von welcher Abteilung der Sicherheitsdienste die dann sind. Auf jeden Fall waren sie damit beauftragt, das Event hier abzusichern. Wir lassen das einfach erst einmal laufen und sehen, was passiert. Wir sehen nämlich, dass jetzt gleich die Schüsse fallen und dass da oben, ja, man sieht es jetzt schon, so ein bisschen Panik ausbricht. Wir haben also die Schüsse, wir haben jetzt den Moment, dass es eben alles sehr problematisch wird. Und ich glaube, der aktuelle Stand ist so zumindest meine Interpretation, dass man die beiden Herren dort oben etwas in Schutz nehmen muss. Denn offenbar ist es so, das sagen auch ehemalige Scharfschützen der US-Armee, die sich das Video angesehen haben, dass die beiden dort oben überhaupt nicht geschossen haben. Das heißt, die Schüsse, die wir gleich hören, sind wahrscheinlich die Schüsse des Attentäters. Erst später wird er dann erschossen. Und wir sehen das einfach mal und lassen es mal ganz kurz laufen und sehen, dass in dem Moment, ganz kurz vor dem Schuss, nämlich... Jetzt sehen wir es. Das ist der Moment vor dem Schuss. Und wir sehen, dass der linke von den beiden in dem Moment seinen Kopf hoch macht. Das heißt, er zielt überhaupt nicht mehr. Der hat den Finger nicht am Abzug. Der zielt auch nicht durch sein Zielfernrohr auf einen möglichen Täter. Der dahinter ist nicht ganz klar zu sehen, was er macht. Er scheint noch sehr konzentriert zu sein. Wir lassen es aber mal weiterlaufen und sehen, dass die Schüsse fallen und sehen, wie interessant die beiden reagieren. Jetzt fallen die Schüsse. Und wir haben... jetzt beide Scharfschützen hier oben, beide Sicherheitsmitarbeiter, die überhaupt nicht so reagieren, als würden sie auf den Täter schießen. Der hat weiterhin den Kopf oben und der hier, wir sehen es jetzt nochmal gleich laufen, der bringt sich in Sicherheit. Der geht rückwärts, der versucht rückwärts das Dach runterzukriechen. Für mich ist eine der wenigen Erklärungen dafür, dass sie eben nicht genau wissen, von wo geschossen werden. Dass sie auch nicht involviert sind gerade in diese Schüsse, sondern dass sie sich eben versuchen, in Sicherheit zu bringen. Und eine Erklärung dafür sehen wir uns gleich an, nämlich vielleicht haben sie den Täter überhaupt nicht gesehen. Wir sehen das hier nochmal, den Moment. Also einer guckt hoch, die Schüsse beginnen zu fallen, der andere bringt sich auch rückwärts in Sicherheit. Beide geben ihre Position auf, diese typische Scharfschützenposition, aus der man eben total konzentriert und total auch fixiert, so ein bisschen den Körper in einer bestimmten Haltung habend, eben diesen Angreifer hier anvisieren müsste. Das scheint aber bei beiden nicht der Fall zu sein. Beide also relativ klar zu sehen, in der Mitte natürlich Donald Trump auf diesem Podium hier vor, jetzt nicht eingezeichnet, viele, viele Zuschauer, aber wir haben auch drei Zuschauertribünen und wir kommen gleich dann noch mal zurück. Wir schauen uns erstmal das Verhältnis an zwischen dem Attentäter, das sehen wir gleich, und eben dem Scharfschützen. Die Scharfschützen hatten hier hinter Donald Trump gestanden. Wir hatten sie eben, nimm's mal mit einer anderen Farbe, wir hatten sie eben gesehen auf einer dieser Aufnahmen und sie schauen schon in die Richtung, das ist schon korrekt, sie schauen dorthin. Vielleicht haben sie gehört, dass jemand sagt, da ist jemand auf dem Dach. Wir haben auch gesehen, dass ja der Attentäter vorher gesichtet wurde, angeschrien wurde von den Menschen dort, dass eben auch um Hilfe gerufen wurde. Aber ob sie ihn tatsächlich sehen können oder ob beispielsweise dieser Baum hier im Weg ist oder ob der Winkel oder der Attentäter eben so hinter dem Dach hier liegt, dass er nicht sichtbar ist, das ist gar nicht klar. Wir bleiben jedenfalls dabei, haben jetzt den Scharfschützen gesehen, die Scharfschützen gesehen, die Verteidigenden haben Donald Trump gesehen, der eben hier getroffen wurde. Und wir schauen uns mal das nächste Video an, wo wir nämlich den Schützen erkennen, also den mutmaßlichen Attentäter. Das Video ist jetzt ein bisschen interessant geschnitten.
Wir sehen auf der einen Seite hier oben noch den Moment, in dem Thomas Crooks, 20 Jahre, weißer, das ist eine Täterbeschreibung in den USA, die mitgeliefert wird, und registrierter Wähler der Republikanischen Partei. Das, also diese drei Sachen treffen zusammen bei dem mutmaßlichen Schützen. Wir sehen ihn jetzt hier lebend und haben jetzt da unten ein Video, wo er natürlich dann gepixelt wird in dem Moment, wo er nämlich erschossen wird von den Sicherheitsbehörden. Wir haben hier die Tatsache, da sehen wir ihn einmal kurz zu sehen, dass er angeschrien wird, dass dann die ersten Schüsse fallen von ihm aus. Dann haben wir etwa 2 Sekunden, die vergehen, und dann fallen eine ganze Menge Schüsse, die offenbar auf den Täter gerichtet werden. Das heißt, wir haben, wie gesagt, die Situation, wir lassen es nochmal abspielen am Anfang, um uns das genau anzuhören. Wir haben die Situation, dass 3 Schüsse fallen, 2 Sekunden herrscht Ruhe und dann, bam, 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 wird zurückgeschossen. Und das wird höchstwahrscheinlich auf ihn geschossen, denn wir sehen danach, da wird er gepixelt, danach liegt er dort regungslos und wurde möglicherweise erschossen. Wir haben auch andere Aufnahmen gesehen, wo man sieht, dass ihm Blut den Kopf hinunterläuft. Das heißt, wahrscheinlich unter anderem gab es einen Kopfschuss, der den Attentäter getroffen hat. Die großen Boxen, wo eben die Dinge, die Donald Trump sagt, eben weitergetragen werden, wo die Musik rauskommt. Und die ist tatsächlich relativ riesig. Weshalb interessanterweise auch die Menschen hier unten, so wie auch der Kameramann, die schauen alle nicht in die Richtung von Donald Trump, die schauen alle nicht in die Richtung des Attentäters, sondern die schauen in die Richtung dieser Katastrophe, die sich dort gerade anbahnt, direkt über ihn. Nämlich, wir haben hier höchstwahrscheinlich einen Einschlag. Wir können uns das nochmal angucken, auch von der Bahn her. Wir gehen auch gleich wieder auf die Karte. Hier also kamen die Kugeln durch, haben hier mehrere Menschen getroffen und einige von ihnen sind eben weitergegangen und haben auch diesen Traktor hier auf der rechten Seite genommen. Jetzt sehen wir hier die Fast-Katastrophe. Also wir sehen nochmal, die Hydraulik geht kaputt. Der Traktor hat ein Problem. Das Ganze fällt runter. Allerdings glücklicherweise, jetzt sehen wir es hier, haben also hier, dass der sich eingefahren hat, dass dieser Teleskopgabelstapler, wenn man so möchte, dass der sich eingefahren hat. Aber da, wir haben viel gesprochen über den Secret Service, über die Sicherheitsbeamten, denen sicher einige Vorwürfe zu machen sind, weil sie es eben nicht geschafft haben, den Täter davon abzuhalten, zu schießen, obwohl er vorher bekannt war, obwohl er zumindest sein Ort bekannt war, seine Waffe bekannt war und man eben gesehen hat, was sich dort anbahnt. Nichtsdestotrotz konnte der Täter zuerst 3 Schüsse abgeben, höchstwahrscheinlich bevor dann eben die Sicherheitsbehörden reagiert haben. Man muss sich aber am Ende noch ein Video ansehen, was eben einmal mehr zeigt, dass der Secret Service natürlich auch nicht alles regeln kann, wenn nämlich der Präsident einfach nicht mitmachen will, wenn er einfach sich nicht so helfen lassen will, wie es eigentlich sein muss. Es gibt ein Video mit Julian Röpke, das geht 20 Minuten lang. Und da steht dann sogar ganz groß drauf, Versagen Secret Service. Jetzt kann ein Bild sagen, seht her, wir haben doch ganz groß berichtet. Versagen Secret Service. Wir haben also erstklassig darüber berichtet. Also wenn jetzt jemand sagt, wir berichten nicht darüber, das ist ja wirklich Verschwörung. Das sind ja wirklich Verschwörer. Das ist ja völliger Unsinn. Was aber Bild macht, ist, sie berichten über etwas Nebensächliches und stellen es in den Vordergrund. Oder etwas vergleichbar Nebensächliches. Also sie sprechen von unfassbarem Versagen und berichten, dass die Scharfschützen nicht auf den Attentäter geschossen hätten oder ihn nicht gesehen hätten. Und berichten, und darauf konzentriert sich Julian Röpke eigentlich die ganze Zeit. Und dann konzentriert er sich noch auf andere Dinge, wie dass die Box vielleicht hätte herunterfallen können, dass noch mehr Leute hätten sterben können. Und dann bei Minute 16:44 kommt ein Satz, wo er sagt, in einem Nebensatz, also man bemerkt es kaum, Zeugen hatten vorher den Täter gesehen. Und dann wechselt er aber sofort wieder das Thema. Und die Stelle ist, bei 16:44 ist die unauffälligste Stelle, die man wählen kann. Weil ganz zum Schluss, wenn es ganz zum Schluss käme, dann würden die Leute sich fragen, die Leute, was? Der Zeuge, der Attentäter wurde vorher gesehen? Das muss ich mir genau angucken. Aber wenn es bei 16:44 kommt, sind die Zuschauer nicht mehr ganz aufmerksam, dann kommt sofort ein anderes Thema, dann fällt es nicht auf. Also auch hier, man will sich ein Alibi verschaffen, man erwähnt es in einem Satz, dann kann man sagen, ha, ich habe im Bildlagezentrum, wir haben darüber berichtet, also Bild versucht es kompliziert zu machen, zu erklären, wie Bild es gemacht hat, um es zu verschleiern. In der Nachfolge zeigt Welt den Ausschnitt nicht mehr, sondern berichtet von einem Polizisten, der dem Attentäter gefolgt sein soll, worauf der Attentäter aber kurz, also er hätte der Attentäter den Polizist bedroht und dann hätte der Attentäter sofort geschossen, sodass dem Zuschauer auch vermittelbar ist, okay, das hat alles seine Ordnung, das ist halt tragisches Pech, der Polizist. Er konnte die Leute nicht mehr rechtzeitig warnen. Der Attentäter hat sofort geschossen. Das ist natürlich auch ein Versagen der Polizei, aber kann man nichts machen. Natürlich, der aufmerksame Zuschauer wird sich natürlich auch fragen, warum hat der Polizist nicht vorher, wenn er den Attentäter sieht, hätte er sofort Bescheid geben müssen, die Veranstaltung, die kann ja nicht stattfinden, bevor das nicht geklärt ist. Das ist das Erste. Und auch nachdem der Attentäter die Waffe wegrichtet vom Polizisten,
hätte der Polizist per Funk immer noch Bescheid geben können, hätte rufen können, Abbruch. Die Security, sie sind ja alle miteinander verbunden, da hätten sie sofort Donald Trump auch von der Bühne bringen können. Es ist auch auffällig, dass die ganzen wichtigen Fragen nicht gestellt werden von den großen Medien. Also vor allen Dingen auch, wie kam die Waffe auf das Areal? Es gibt Sicherheitsschleusen, da müssen alle durch, bei so Veranstaltungen. Das heißt, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Die Waffe wurde vorher platziert oder jemand bei dem Eingang war bestochen. Weil es ist eine große Waffe, es ist nicht möglich, mit dieser Waffe durchzukommen, wenn das Sicherheitspersonal ordentlich arbeitet. Dann, wenn die Waffe platziert worden war, dann stellt sich die Frage, wie kann der Attentäter unbeobachtet zur Waffe kommen? Also die Waffe ist dann, also wenn sie platziert wurde, dann war sie wahrscheinlich in diesem Gebäudekomplex platziert. Das heißt, wenn jetzt das Sicherheitspersonal nicht die Übersicht hat über dieses Gebäude, dann ist natürlich klar, dass das Gebäude abgesperrt werden muss. Es soll auch abgesperrt worden sein und NBC hat ja berichtet, dass dem Gebäude auch hohe Priorität zugewiesen wurde. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, wie kommt der Attentäter zur Waffe, ohne gesehen zu werden? Und dann kann er ja mit der Waffe das Gebäude raufklettern. Wie kann er da nicht gesehen werden vom Sicherheitspersonal, wo ihn ja lauter Zuschauer beobachten? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn so viel Versagen auf einmal stattgefunden hat, dann kommt natürlich sofort die wichtigste Frage, wer sind diese Leute, wer ist dieses Sicherheitspersonal und wer hat das eingestellt? Also wann wurde bestimmt, wer hat hier welchen Job? Weil es ja offensichtlich ist, wenn jetzt nur einer Bescheid gibt, also wenn jetzt ein Sicherheitsbeamter Bescheid gibt, da ist ein Attentäter, dann bricht das Ganze ja zusammen. Weil dann wissen die alle Bescheid, okay, das ist ein Attentäter und dann wird das Ganze abgebrochen. Es ist auch auffällig, dass das FBI bekannt gegeben haben soll, dass der Täter allein gehandelt hat. Wie will das FBI das so schnell feststellen? Es ist ja mutzumaßen, also zunächst wäre mutzumaßen, dass der Attentäter zunächst mit Security-Beamten zusammengearbeitet hat. Man stellt sich die Frage, mit wie vielen Security-Beamten und jetzt angesichts, wie das hier abgelaufen ist, wenn man es logisch rekonstruiert, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, also was steckt da dahinter? Und wenn man jetzt die ganzen Hinweise zusammenzählt, dann ist naheliegend, dass das FBI, dass die großen Medien, dass sie Teil der Verschwörung sind. Und das Problem hierbei ist, dass das vielen Leuten zu monströs erscheint. Es erscheint so verrückt, so unwahrscheinlich, dass die Leute es verwerfen und sich dann denken, es hat schon irgendwie seine Ordnung. Die Medien haben zwar nicht erklärt, warum, aber ich habe es wahrscheinlich übersehen. Ich habe es nicht gesehen, warum die Medien erklärt haben, also wo die Medien gerade erklärt haben, warum die Zeugenaussage, wie es dann doch irgendwie einen Sinn ergibt. Also die Leute denken sich dann ihren Teil dazu und denken, sie haben es nicht verstanden, ist auch nicht so wichtig. Sie versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, aha, die großen Medien berichten nichts mehr, aha, dann ist da nichts dran, habe ich dann schon verstanden. Es muss dann das wichtig sein, wo die großen Medien viel darüber berichten. Weil wenn die großen Medien zusammen eine Verschwörung bilden würden, das wäre ja Quatsch. Das ist ja nicht möglich. Wir sind ja in einer Demokratie, die Medien sind im freien Wettbewerb. Und das würde ja dann, das FBI, dann würde ja, ja, es müsste ja, es müsste, das kann nicht sein. Und es hat sich aber gezeigt, dass, wenn man beispielsweise den Hunter Biden Laptop nimmt, dann sieht man schon mal, dass das FBI Verbrechen gedeckt hat. Und es gibt ganz viele Vorfälle. Natürlich ganz prominent das 11. September, WTC-7, die ganzen Vorfälle, die ganzen Zeugenaussagen von den Feuerwehrleuten, die betroffen waren. WTC-7 ist im freien Fall eingestürzt, stand auf 81 Stahlsäulen, es ist kein Flugzeug reingeflogen. Es wurde über den Einsturz des Gebäudes berichtet, bevor es eingestürzt ist von der BBC, was auch von der BBC nicht bestritten wird. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sagt man das richtige Gebäude vorher? Skyline, a symbol of the financial. When you talk to people on, they don't even say how many people might. The bubble of their security. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley. Und es weiß niemand, dass ein dritter Turm eingestürzt ist. Das heißt, die großen Medien haben bei WTC-7 auch ein Kartell gebildet. Also nochmal die offizielle Einsturzursache 2004. In dem offiziellen Bericht wurde es erst gar nicht erklärt, warum es eingestürzt ist. Dann 2007 wurde erklärt, es sei Brand gewesen. Brände breiten sich punktförmig aus. Dadurch ist klar, dass die Temperatur nicht gleichmäßig sein kann. Das heißt, es sind aber, wenn das Gebäude im freien Fall einstürzt, was nicht bestritten wird, was auf Videos dokumentiert ist, dann ist folgerichtig, dass alle 81 Stahlsäulen auf einmal umgeknickt sein sollen. Was durch Brand aber leicht nachvollziehbar nicht möglich ist. Das heißt, es ist natürlich vollkommen naheliegend, dass WTC-7 gesprengt wurde. Und wenn WTC-7 gesprengt wurde und die Sprengung auch schon
also die BBC schon gewusst hat, dann ist natürlich vollkommen naheliegend, dass alle Gebäude gesprengt wurden. Deswegen natürlich logisch ist, dass niemand über das dritte Gebäude wissen soll, weil wenn die Leute die Umstände des dritten Gebäudes kennen, dann würden sie natürlich unangenehme Fragen stellen. Bei der Mondlandung als Stichpunkt Rückwärtslandung. Eine Rückwärtslandung mit einer Rakete ist Elon Musk erst 2015 geglückt mit viel Computertechnologie. Mit viel Computertechnologie nach etlichen Fehlversuchen hat Elon Musk das geschafft, was in den 60ern auf dem Mond geklappt hat. Ohne einen erfolgreichen Testversuch auf der Erde. Also die Rakete ist auf dem Mond rückwärts gelandet und musste auch rückwärts wieder starten. Also man kann sich allein schon vorstellen, die Erde ist uneben. Der Abgasstrahl, auf dem man ja landen muss, wenn man jetzt ein bisschen zur Seite kommt aus Versehen, dann wirkt die Schwerkraft ja stärker. Das heißt, da muss man wieder mehr Schub geben, dann fliegt man wieder weg. Also diese Landung, das ist wie wenn man auf so einem, also wie wenn man balanciert. Ich mache mehrere Links in die Beschreibung, da könnt ihr euch diese Themen genauer angucken, wenn ihr das noch nicht wisst. Aber das sind jetzt nur zwei Beispiele, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr noch für prominente Beispiele kennt. Was heißt das jetzt alles? Aus meiner Sicht muss man leider festhalten, dass wir uns natürlich freuen können, dass das Attentat nicht geklappt hat, aber dass die Überlebenschance von Trump aus meiner Sicht sie leider nicht so groß ist. Man muss davon ausgehen, dass solche Attentate wieder stattfinden. Man kann nur hoffen, dass es möglichst lang braucht, sowas vorzubereiten und dass man nicht auf Nummer sicher gegangen ist, dass man gedacht hat, dieser Versuch, er muss todsicher klappen, dass man nicht Alternativen parat hat. Weil wenn man natürlich jetzt mehr Alternativen parat hat, man kennt es aus Italien, wie irgendwelche Ermittler umgebracht wurden, da sind unzählige Dinge passiert. Also wenn der eine Anschlag nicht geklappt hat, dann ist halt eine Autobombe explodiert. Oder dann war es beispielsweise ein berühmter Ermittler, der ist dann auf der Autobahn gefahren. Und dann ist am Straßenrand sind Sprengsätze hochgegangen. Und das betrifft natürlich nicht nur Donald Trump, man kann es natürlich dann auch ausmalen. Also wenn jemand in der Lage ist, die großen Medien und das FBI zu beeinflussen, dann hat er natürlich unendliche finanzielle Möglichkeiten. Wer auch immer das sein mag. Ich weiß nicht, wer das genau ist. Man muss nur feststellen, dass das FBI behauptet, der Täter, er hätte allein gehandelt, das kann das FBI nicht wissen. Und wir stellen fest, die großen Medien, sie versuchen, die Leute so davon abzuhalten, Fragen zu stellen, was da in den Minuten vor dem Attentat passiert ist. Und wer jetzt die Macht hat, darüber, die großen Medien dazu zu bringen, weil welches Motiv gibt es für die großen Medien? Für alle großen Medien, kartellartig das so zu machen, gibt es natürlich keins. Jedenfalls steht zu befürchten, dass das nicht der letzte Anschlag war. Und ich anstelle von Donald Trump würde davon ausgehen, würde um meine Sicherheit mir sehr große Gedanken machen. Und natürlich auch Joe Biden, wenn er nicht zurücktritt, denke ich, ist er auch in größter Lebensgefahr. Aber das ist natürlich nur meine Einschätzung. Ihr könnt schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.